Kinder, ich bin's, euer Kater Kalu und die Märchenfee. Heute machen wir was ganz was Cooles. Also, wenn ich sowas draußen begegne, dann scheuche ich sie immer ein bisschen rum. Psst, das dürfte niemand verraten, sonst kriege ich geschimpft. Kater Kalu, was, du scheuchst Küken rum? Na, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich trag sie rum. Kinder, ich habe gehört, er hat gesagt, er schleicht sie rum. Haha, du hast dich versprochen. Ja, Kater Kalu, weil ich dich gerade eigentlich schimpfen wollte. Aber jetzt lass uns doch basteln und keine Zeit vertun. Oh ja, basteln, basteln! Also, für die heutige Bastelei braucht ihr 2 Papierstreifen, ungefähr 1 Zentimeter breit. Die klebt ihr an einer Seite zusammen. Sieht dann so aus. Dann schneidet ihr euch einen Kreis aus. Für den Kopf. Das muss nicht orange sein. Du kannst das Küken, das wir heute basteln, gelb machen. Du kannst auch ein blaues Küken machen, wie du möchtest. Du brauchst einen Kamm und du brauchst Füße, wie immer du die ausschneiden möchtest. Und eine Raute, die du in der Mitte faltest für den Schnabel. Wenn du dann am Ende noch magst, kannst du dem Küken Wackelaugen aufkleben. Das schauen wir uns dann an, wenn es fertig gebastelt ist. Du nimmst jetzt die zusammengeklebten Streifen und faltest einmal den Streifen nach oben und dann von der Seite drüber. Jetzt von oben nach unten und von links nach rechts. Wieder von unten nach oben, von rechts nach links. Oben, unten, links, rechts. Das Ganze sieht jetzt so aus wie so eine Ziehharmonika. Und oben das letzte Stückchen, das kleben wir fest. Gut. Dann braucht unser Hahn, unser Küken oder Hahn, wir haben gesagt, dass wir den Küken, dann bleiben wir bei Küken, den Kamm. Kleben wir an. Vielleicht hast du auch Federn, du kannst auch Federn dran kleben. Und Füße. Klebt noch nicht gut. Oh, jetzt habe ich die Füße falsch rum angeklebt. Den Kopf kleben wir da oben drauf, mit dem letzten Stückchen. Und dann kommt noch der Schnabel. Das ist noch nicht ganz gut. Kleben wir nochmal an. So, und jetzt braucht unser Küken noch Augen. Du kannst, wie gesagt, Wackelaugen verwenden. Du kannst aber, wenn du das nicht hast, auch einfach ein Gesicht draufzeichnen. Das sieht genauso süß aus. Unser Küken kriegt jetzt Wackelaugen verpasst. Schau, die Folie runterziehen. Bei manchen Wackelaugen hast du hinten ein Stickerpapier drauf. Das musst du vorher runtergeben. Auch wenn du mit Kleber das ankleben willst, musst du vorher das Papier abziehen, sonst fällt dir das Wackelauge runter und das Papier vom Sticker klebt noch auf deinem Küken. Aber meistens kleben die auch ohne Kleber ganz gut. So, du kannst jetzt oben noch eine Schnur einziehen, damit du das Küken an deinem Osterstrauch oder in deinem Zimmer oder am Fenster befestigen kannst. Viel Spaß mit deinem Küken! Kannst du in demselben Prinzip auch einen Hasen gestalten. Du siehst hier, der hat die braune Hexentreppe. Der Kopf ist in der Hasenform ausgeschnitten. Du kannst ihn aber auch rund machen. Kleine Schnäuzchen. Hier habe ich Bast verwendet als Haare, als Tasthaare, Wackelaugen und oben die Ohren. Eine Schnur dran und schon hat unser Küken einen Hasengefährten.